Hallo Leute und willkommen hier bei Mehrparkett. Hallo liebe Häuslebesitzer. Habt auch ihr irgendwo dunkle Ecken in eurem Garten, die ihr gerne beleuchten wollt, aber habt keine Lust, dann ein Stromkabel extra hinzuziehen? Naja, da könnte das hier vielleicht was für euch sein. Das hier ist nämlich eine solarbetriebene Außenleuchte mit LED-Lichtern drin. Und ja, schauen wir uns das Teil doch mal kurz an. Ich habe es schon getestet und kann soweit vorab schon mal sagen, funktioniert. Und wie es funktioniert, ist folgendermaßen. Hier unten haben wir die LEDs eingebaut. Das sind insgesamt 12 Stück. Die können sowohl bunt als auch weißes Licht produzieren. Dann haben wir hier Bewegungsmelder dran. Und zwar 2 Stück. Einmal auf dieser Seite, einmal auf dieser Seite. Mit einem Sichtradius von insgesamt 180 Grad. Also, die merken, wenn sich da jemand nähert, egal von wo. Und weiter oben finden wir dann das eigentliche Solarpanel. Eingebaut ist hier ein 2000 mAh großer Akku, der vom Solarpanel dann aufgeladen wird. Also immer dafür sorgen, dass das auch in einem Bereich hängt, wo auch mal die Sonne ordentlich drauf scheint. Und das hat eine Leistung von 4,5 Volt, 130 mA, was hier rauskommt. Und ja, 198 Gramm schwer, befestigt am besten mit ein paar Schrauben an der Wand. Schrauben und Dübel werden hier schon mitgeliefert. Und wenn wir schon auf der Rückseite sind, sehen wir, hier ist der On- und Off-Switch. Also ihr könnt das komplett ausschalten oder eben einschalten. Und dann haben wir noch 3 verschiedene Modi, durch die man hier durchschalten kann. Der erste Modi ist der, dass, wenn einfach mal hier es dunkel ist, dass dann das rote Licht bzw. das farbige Licht da ganz sachte leuchtet und immer so schön durchschaltet. Und sobald die Sensoren merken, dass sich etwas in dem Bewegungsradius bewegt, dann wird hier auf das richtig helle Licht einfach umgeschaltet und schaltet dann später auch wieder zurück, wenn die Bewegung rum ist. Ich glaube so nach 10 Sekunden etwa. Zum Umschalten drückt man hier einfach auf den Auto-Button und der zweite Modus wäre einfach, wenn es dunkel ist, schwaches Leuchten und sobald Bewegung registriert wird, wird dann auf volle Pulle umgeschaltet. Und der dritte Modus ist einfach, im Dunkeln ist erstmal gar kein Lichtchen zu sehen und sobald sich irgendwas bewegt, wird es dann komplett auf maximale Helligkeit eingeschaltet. Funktioniert wirklich problemlos, funktioniert gut und wie man hier schön sehen kann, macht das Teil auch richtig hell. Also ich kann hier mein Wohnzimmer wirklich gut damit ausleuchten und ja, ich sag mal, wenn man dort Licht braucht, wo irgendwie keine Stromleitungen liegen und man möchte keine Kabel rumhängen haben, aber die Sonne kommt da durchaus hin, um den Akku aufzuladen, dann ist sowas hier wirklich eine schöne Alternative. Das Ganze ist auch wassergeschützt nach IP65. Das heißt, Regen und sowas, gar kein Problem. Das Teil geht nicht kaputt. Und die Garantie für den Akku gibt der Hersteller hier mit 3 Jahren an, also eine ganz ordentliche Lebensdauer. Wer noch sowas brauchen kann, kostet nicht viel Geld, 16, 17 Euro und schon ist der dunkle Fleck dann etwas heller erleuchtet bei Nacht. Und das soll es auch schon gewesen sein, Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, hier bei Mehrparkett. Und ich erkläre euch, wie das mit dem Abonnieren geht. Seht ihr hier unten rechts das Mehrparkett-Logo? Ja, das Runde. Drückt drauf. Na los. Da passiert nichts. Nur ein Abo. Es kostet auch nichts. Sehr gut. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.